So, hier will ich euch mal ganz kurz den LiPo Balanced Charger iMax B6 vorstellen. Ganz wichtig, dass man hier die Anschlüsse zum einen einmal hier einsteckt und natürlich dann auch an dem Akku. Und wir wollen ja, dass alle Zellen gleichzeitig beladen werden, dass man hier den S4 in meinem Fall einsteckert, sonst funktioniert das Gerät nicht, weil es dann abgefragt wird. Ja. So, hier kann man dann halt die Amperezahl einstellen, dann die verschiedenen NIM-Akku, NECD, was man dann halt braucht, Save Data, Load Data, Programm-Setup. Also dieses Ladegerät ist wirklich Sahne, sehr zu empfehlen. Ja, wir haben ja hier LiPo-Bed, mal kurz durchdrücken hier, LiPo-Bed, so, Enter, länger drücken, Batteriecheck. So, jetzt sagt er euch nochmal, wie viel Zellen dranhängen und ob das auch in Ordnung ist, das müsste man dann einfach einmal bestätigen. Und oh, Balancen habe ich vergessen. Entschuldigung, das ist natürlich nichts. Hier, LiPo Balance mit 2 Ampere, weil ich ein 3700 mAh Akku dran habe. Man soll das dann immer 1:1 takten. Aber ich gehe hier ein bisschen mit ein bisschen mehr rein. Und ganz wichtig, Balance. Dass das auch alles schön geschmeidig läuft und auch wirklich dann funktioniert. Länger Enter drücken. Also ich bin immer ganz gut gefahren mit 2 Ampere. So, und jetzt geht's vorwärts. Dann sieht man da einmal, wie viel Volt Gesamtspannung das Ganze hat, wie lange er geladen hat und natürlich auch, wie viel Milliampere er gerade oder wie viel Milliampere er eingeladen hat.